Die Verkehrspolizei Bremerhaven auf Raserjagd. Mit dem Lasermesser visieren die Beamten jeden an, der mehr als die erlaubten 50 km/h drauf hat. Dabei erleben die drei Kommissare Michael Zein, Peter Hoppe und Markus Kugler so manche Überraschung. Erste Kontrollstelle, eine Waldstraße am Stadtrand. Kommissar Markus Kugler zieht den ersten Temposünder aus dem Verkehr. Wir führen hier Geschwindigkeitsmessungen durch. Und Sie sind bei erlaubten 50 mit 67 km/h in die Messung gefahren. Jetzt brauche ich bitte mal meinen Führerschein und Fahrzeugschein. Sie machen bitte so lange den Wagen aus. Die Handbremse vergisst der Fahrer. Vorsicht, der Wagen rollt. Jetzt ist gut. Der ältere Herr war 78 Jahre alt. Die Gefahr bei den älteren Menschen im Straßenverkehr ist einfach eben die nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit. Gerade wenn es so um Sachen geht, was einzuschätzen, Gefährdung einzuschätzen, Sehstärke, den Schulterblick, sich im Körper insgesamt zu bewegen, um aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen, da bekommen ältere Menschen dann irgendwann Probleme, die dann auch nicht selten zu Verkehrsunfällen führen. Dadurch spricht man bei uns ja auch durch diese Risikogruppen, einmal junge Erwachsene bis 21 und gerade die Senioren und Altsenioren, die dann überproportional häufig in Verkehrsunfällen beteiligt sind. Sie waren zu schnell, haben Sie das gemerkt? Nee. Wenn ich jetzt was erzähle, dann glaubt mir das ja doch kein. Ich bin hier rum. Der Rentner rückt nur ungern mit dem Grund für sein rasantes Tempo heraus. Ja, dass ich ganz in Gedanken weg war, weil auf mich jemand wartet da, nicht? Und ich habe nur ihm schnell was besorgen müssen. Und dem Senior ist die ganze Sache, nicht nur der Polizei gegenüber, peinlich. Bei mir kommt gleich jemand, der will mir helfen. Und der ist gleich da und ich komme nicht, nicht? Sein Kommen verzögert sich jetzt noch weiter, denn Markus Kugler muss erst die Anzeige schreiben, bevor er den Senior weiterschicken darf. Wir ziehen 3 km/h ab, bleibt 64 vorwerfbar, wird er im Verwarnungsgeldbereich bleiben. Ich gucke gleich mal genau nach, wie viel, damit ich dem jungen Mann das sagen kann. Der Verkehrssünder erwartet gespannt seine Strafe und eine Belehrung. So, Herr Kugler, das für Sie zurück. Erstmal Führerschein, der ist schon leicht angebrochen. Mal beobachten, nicht, dass er dann immer ganz auseinanderbricht. Haben Sie mitbekommen, 25 Euro Verwarnungsgeld wird Ihnen demnächst von der Stadt Bremerhaven im Rahmen einer Anhörung angeboten, wenn es bezahlt ist, erledigt. Mhm, ja? Alles klar. Und jetzt ein bisschen langsamer. Okay, schönen Tag. Wir werden immer älter. Und es ist eben so, der Anteil der älteren Verkehrsteilnehmer wird immer größer. Und natürlich kann man über Prävention versuchen, daran zu kommen, indem man auch mit den Betroffenen spricht und darauf hinwirkt, dass sie vielleicht einsehen, nicht mehr so aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen, dass sie irgendwann auch in eine Gefahr kommen, dass sie den Führerschein freiwillig abgeben. Aber ansonsten, wenn sie es nicht zu Schulden kommen lassen und ganz normal fahren, gibt es keinen Grund, irgendwo um älteren Menschen den Führerschein wegzunehmen. Gleiche Messstelle, ganz anderes Zielobjekt. Michael Zein entdeckt einen Verkehrsteilnehmer mit besonderer Mission. Durch die Visierung kann man sehen, dass sich dort hinten auf dem Gehweg ein Radfahrer befindet, der die ganzen Verkehrsteilnehmer warnt und auf die Lasermessung aufmerksam macht. Und somit fährt hier keiner mehr zu schnell. Das ist aber bei eigentlich jeder Messung so. Und eigentlich auch verboten, aber die Polizei hat Handlungsspielraum. Er behindert ja eine Amtshandlung. Wenn man den großen Bogen spannen will, kann man das ihm vorwerfen, aber wir nehmen es so hin. Folge, die Beamten wechseln an eine dreispurige Stadtstraße. Auch hier ist Tempo 50 erlaubt. Gegen 19 Uhr erwischt Michael Zein den ersten Raser. Er verringerte seine Geschwindigkeit nur marginal und fuhr relativ zügig dicht an mir vorbei und bog dann rechts in die Straße ein. Das ist schon ziemlich gefährlich. Das kotzt mich an, weil derjenige, wenn der auf der Straße steht, erwartet auch von mir, dass ich bremse und nicht bis 2 Meter vor ihm voll draufhalte, um dann kurz vor ihm abzubiegen oder anzuhalten. Das ist schon, dann wird man schon mal laut und vielleicht auch mal im Ton deutlicher. Und das bekommt der Mann im weißen Sportwagen jetzt zu hören. Moin. Es wäre ganz nett, wenn Sie nächstes Mal ein bisschen langsamer in die Kontrollstelle fahren. Ich hänge an meinem Leben. Mhm. Seine Reaktion darauf auf meine Ansprache war ja dann, dass er sich entschuldigte und dass
nicht so empfunden hat. Das habe ich ihm zugute gehalten. Hätte er sich da anders verhalten, dann wird natürlich auch die Konversation zwischen mir und ihm deutlich anders laufen. Die verläuft jetzt zwar angemessen im Ton, aber hart in der Sache. Einmal rausholen bitte, um ein paar zu schauen. Okay, klar, mein Name. Der Mann war deutlich zu schnell. Um eine Anzeige kommt er nicht herum. 76 km/h, vorwerfbar 73 km/h und dann ziemlich ungestüm in die Kontrollstelle gefahren. Dann kann man schon drüber nachdenken, ob man gegen denjenigen ein Strafverfahren einlegen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Und da liegt die Höchststrafe bei 2 Jahren Gefängnis. Michael Zein hat sich entschieden, welchen Tatbestand oder welche Tatbestände er jetzt zur Anzeige bringt. 76 gemessen, 3 km/h ziehen wir Toleranz ab, 23 bleiben über. Bedeutet ein Bußgeld von 80 Euro, ein Punkt und Gebühren. Ja, langsam fahren, ne? Okay, fahren Sie langsam, allein an Ihrem Leben, ne? Okay, ja, schönen Abend noch. Die Strafe, die ihn jetzt erwartet, hat ihn auch jetzt nicht so beeindruckt. Von daher denke ich mal, dass es sein Fahrverhalten nicht großartig ändern wird. Und nur 5 Minuten später geht den beiden Verkehrspolizisten der nächste Temposünder ins Netz.